Hallihallo und herzlich willkommen zu einer neuen Folge vom Bausimulator. Ja, ich hatte zwischenzeitlich das Spiel neu gestartet, nach der letzten Aufnahme. Und das Spiel meinte auf einmal, ich wäre fertig. Aber gut, ich sag da mal nichts gegen. Wir holen uns mal das ganze Baumaterial, was wir jetzt brauchen. Ich habe das irgendwann mal offscreen zum Ende der letzten Aufnahme in einfach mal so ein bisschen freigelegt, was wir am Tagesende tatsächlich brauchen. Hoffentlich. So, und ich hoffe natürlich, dass der Kran natürlich ausreicht, weil das wäre peinlich, wenn der Kran mal wieder nicht ausreichen würde. Aber normal sollten wir überall hinkommen. Ist so ein Turmdrehkran schon eine ganz andere Hausnummer. So, und dann brauchen wir die Betonschalung. Übrigens, man kann da hinten auch was sehen. Was Schönes. Ich habe übrigens auch schon voraussichtlich das Thumbnail für diese Folge gemacht. Und zwar sind jede Menge neue Betonmischer dabei. Hier, bei unserem kleinen Bauunternehmen. Damit haben wir DAF, Scania, MAN und irgend so ein Ami. Aber gut, mal gucken, wie sich das da so schön ergibt. So. Dann nehmen wir mal eine Betonschalung. Und rein in die Grube. Dann heißt es mal gucken, wie wir da am besten gießen können. Die Betonpumpe steht übrigens auch schon hier vor Ort. Steht irgendwo mitten auf dem Bordstein. Ich glaube, ich habe den Bagger getroffen. So. Dann einmal hoch damit. Einmal über den Bagger. Also offiziell brauchen wir den, glaube ich, eigentlich nicht mehr, aber ich glaube, den kann man da gut immer noch stehen halten, weil man weiß ja nie, weil man den vielleicht sogar noch zufällig brauchen könnte, weil erstmal müsste man da unten ins Loch eventuell mal reinkommen. Wobei sollte eigentlich auch nicht das große Problem sein. So. Da haben wir gleich schon mal die ganzen Betonschalungen da unten drin. So. Sehr schön. Wieder rüber. Oder können wir im besten Falle gleich auch den ganzen Beton gießen, hoffe ich mal. Ich hoffe mal, dass die Position dieser Betonpumpe ausreicht. Nicht, dass ich noch irgendwie eine zweite oder eine dritte hier gar kaufen muss. Weil so viel dagegen sprechen würde wahrscheinlich im Falle dieser Baustelle wahrscheinlich nicht. Kann man da hinten eine stehen haben, dann eventuell hier hinten auf der Ecke eine. Gegebenenfalls noch eine, falls man braucht, irgendwo dazwischen. Aber das ist dann so eine Sache für sich. Wie weit wir dann mit dem Arm überhaupt kommen, wo wir überhaupt gießen sollen. Oder den jedes Mal auf und wieder abbauen, das ist auch so eine Sache für sich. Aber gut, mal gucken. Also, damit haben wir jedenfalls schon mal die Betonschalung hier verteilt. So, damit brauchen wir mal eben kurz einen Mischer. Vielleicht den anderen. So. Mit dir wollte ich sowieso anfangen. Dann kommt du mal raus aus deinem Loch. So. Ich muss ja erstmal den Deckel aufmachen.
So, einmal Deckel aufmachen. Und einmal rückwärts ran. Gießen an. Jetzt heißt es bereit machen zu mischen. Wenn ich mischen, zu gießen. Würde man so wahrscheinlich nicht unbedingt gießen. Ich glaube, der Mischer ist schon leer. Also das war eine ziemlich flotte Geschichte. Dann gehst du mal an die Seite. Da kommt der nächste. Machen wir mal so langsam die Straße wieder frei. Vielleicht hätte ich die jetzt vor der Aufnahme einfach mit Radarleuchter hinstellen müssen. Einfach nur, um zu zeigen, dass es eine Großbaustelle. Würde sich sogar schon fast lohnen. Wieder hoch. Komm. Und das Ganze mal auf die andere Seite verlagern. Gott, oh Gott, oh Gott, oh Gott. Also werde ich ja jetzt so viel daneben geschmissen, wobei ich würde sogar schon fast 5% ja ungefähr hinhauen. Und wie heißt der? Ich glaube irgendwas kann Standard von Kenworth, glaube ich. Jo. Ein Kenworth-Mischer. Ich muss auch früher auf jeden Fall eine ganze Ladung Beton wiederholen. Das sehe ich jetzt schon. Ey, gut, dass ich direkt mit 4 Mischer gegönnt habe. Also wenn man sich da jetzt mal wirklich überlegt, was hier momentan durchgeht, das ist nicht schlecht. So. Gut, der nächste Mischer ist leer. Aber ich muss sagen, vom Sound her ist das Ding schon geil. So, welchen haben wir noch nicht benutzt? Den Liebherr. Also damit sollten wir im Bestfall schaffen. Hoffe ich mal zumindest. Schon heftig, was wir da am Beton durchgehauen haben. Gießen an. So, bisschen anheben. Dann einmal eben hier rüber. Sehr schön getroffen.
haben wir das gleich auch hinter uns. Wunderbar. Also damit haben wir das schon mal hinter uns. Und ich würde auch mal sagen, die... Ja, die Fountains könnten auch sogar ganz gut passen. Muss ich auf jeden Fall schon mal sagen. So. Und dann schmeißen wir mal den ganzen Rummel mal hier rüber. So, 4-mal Deckenelemente. Das sollten wir eventuell auch nochmal hinkriegen. Wir haben hier quasi fast einen ganzen Sattel voll nur mit Deckenelemente. Also da merkt man auf jeden Fall, dass das hier auf diesem Baustelle auf jeden Fall ziemlich schnell, ja, einiges davon durchgeht. Aber gut, was will man, soll man halt sagen? Es ist halt eine Großbaustelle, die vor allem da oben hingeht. Wir sprechen jetzt zwar noch nicht unbedingt vom Hochhaus, aber... Da geht trotzdem was durch. So. So. Aber das Interessante ist, dass wir schon ein Viertel vom Bau hier abgeschlossen haben, angeblich. Kannst du dir beim besten Willen noch nicht so ganz vorstellen. An sich kommt da wirklich einiges noch zusammen. Gut, das ist jetzt mittlerweile, glaube ich, ziemlich nur noch ein und dasselbe. Das eine Material ablegen, Beton gießen, Material ablegen, Beton gießen. Hat ich halt eben keinen Auftrag, so nach dem Motto. Hier wird einfach alles abgearbeitet. So. Das Ding muss hier rüber. Dann brauchen wir ein paar Metallbauteile unter anderem. Aber zuerst nehmen wir mal ein paar Betonbauteile. Dass ich an das Metall überhaupt rankommen kann. Ich glaube, die Betonpumpe läuft noch. So, dann schnappen wir uns mal erstmal da die Metallbauteile, dann weiß ich, wo die ganzen Betonbauteile hin müssen. Hab zwar so ein bisschen so eine Vermutung, wo das in etwa hin muss. So. Die Vermutung war irgendwo richtig. Aber das Blau bei der Markierung von Betonbauteilen war ein bisschen... das sah irgendwie etwas leicht anders aus. Wo ich absenke und abhänge. Kann man es ja erstmal da, wo man sich sicher ist, was hinschmeißen. Und ich glaube, ich bin ein bisschen daneben. Ja, das sieht doch schon mal ganz gut aus. Das Ding ist jetzt am Haken. Ja, ich würde noch sagen, ich werde hier die letzten Betonbauteile eben offscreen dann nochmal hier hin platzieren. Und dann geht es in der nächsten Folge weiter. Ich glaube, dann müsste wahrscheinlich irgendwas wieder Richtung Betongießen sein. Ja, ich hoffe, die Folge hat euch gefallen.
Wenn ja, sehen wir uns das nächste Mal wieder. Und damit tschüss und bis zum nächsten Mal.